jetzt habe ich nochmal einen Joachim geschnappt. Und zwar ein Thema. Da kann ich einen Joachim ja gar nicht loslassen oder weggehen lassen, wenn wir nicht das Thema besprochen haben. Ich habe ja schon mal gefastet. Jetzt 5 Tage habe ich gemacht, Wasser gefastet und habe es dann sozusagen sein gelassen. Und ich habe aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das tat mir irgendwie gut. Vor allem aber die ersten beiden Tage. Das fand ich richtig klasse, weil da hatte ich ein richtiges Leiden gespürt. Ein richtiges intensives Leiden, was mich so auf spiritueller Ebene, was mir da was gebracht hat. Aber dann kamen einfach nur so körperliche Symptome, die einfach nur lästig waren. Und das hat mir nicht gefallen, von daher war ich unzufrieden. Letztlich mit dem Fasten habe ich es dann abgebrochen und habe aber den Wunsch, nochmal neu anzufangen. Und dann will ich natürlich mal richtig, richtig, richtig gut und so professionell, wie man das alles, was man beachten muss. Und da will ich jetzt wirklich mal so richtig wissen, wie, wenn ich faste, wie fange ich an? Wie bereite ich mich vor vom Fasten? Das ist der erste Schritt. Also Vorbereitung ist sehr wichtig. Ja. Ich habe ja einfach so angefangen. Ja, genau. Vor allen Dingen, du hast dir ja am Tag vorher noch, hast dich voll geknallt. Genau, weil ich ja dann faste, logisch. Also das ist ungünstig. Ja. Das Günstigste ist, dass man schon so ist, dass man zum Beispiel relativ ballaststoffreich ist. Ne? Erstens. Ja. Damit halt der Rest, der noch gegessen wurde, dann eben über den Darm auch gut ausgeschieden wird. Weil Ballaststoffe nehmen viel mit, oder was? Aus dem Darm. Nee, Ballaststoffe werden relativ gut, also die sorgen dafür, dass der Darm relativ gut ausscheidet. Mhm. Ne? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am meisten von dem, was du noch gegessen hast, dass das ausgeschieden wird, ist relativ hoch. Okay, und wir reden jetzt von dem ersten Tag davor oder redest du 2 Tage davor? 3 Tage davor würde ich sagen. Drei Tage vorher. Also, je länger, desto besser. Okay, 3 Tage vorher ballaststoffreich essen. Wenn ich jetzt, ich kann auf meinen Smoothie, will ich früh nicht verzichten. Ja, ist doch okay. Ist Ballaststoffe, sind im Buchweizen viele Ballaststoffe drin? Genug. Also das eine ist ballaststoffreich und das andere ist, möglichst gut verdaut wird. Weil wenn du relativ gut verdaust, bleibt auch wenig übrig. Rohkost. Ja, auf jeden Fall. Also 3 Tage vorher, sagen wir mal, rohköstlich essen ist ein guter Tipp. Ja, wenn man es verträgt. Das verträgt ja nicht. Ich vertrage, es geht nur um mich, ja. Es geht nur um mich, wie ich will. Die anderen können natürlich gerne was lernen dafür, aber hier geht es nur um mich. Ich will perfekt fasten und ich will es erschaffen. Dann Rohkost, auf jeden Fall. Möglichst Obst und auch Gemüse oder von mir aus Kräuter. Und das Ergebnis wird dann sein, dass praktisch alles so gut verdaut wird, dass fast nur noch Ballaststoffe übrig bleiben. Und die, ja, und wenn es gut verdaut wird, dann bleibt für die Bakterien nicht viel übrig. Und wenn du ja fastest, isst du ja nichts mehr. Also nimmt logischerweise die Ausscheidung ab. Okay, verstanden. Ja, und damit da nichts fällt oder so, es ist gut, wenn es möglichst gut verdaut wird. Und wenn die letzten Mahlzeiten, die man hatte, dann auch möglichst noch ausgeschieden werden. Na gut, das weiß ich ja nicht, ob ich das, wann das ausscheide. Aber wenn ich Rohkost esse, das weiß ich, das tue ich ganz häufig auf Toilette gehen. Also einmal am Tag gehe ich da auf jeden Fall. Super, ganz genau. Genau. Okay, also 3 Tage vorher Rohkost essen. Jo. So, und ist noch was zu beachten oder was? Also muss ich dann hier so mir einen Schlauch in den Hintern stecken und dann, oder? Ist sehr empfohlen, und zwar deswegen, weil... Du isst ja nichts. Ja. Das heißt, es bleibt, der Darm wird nicht alles ausscheiden von den letzten Mahlzeiten vorher, vor dem Fasten. Ah ja, weil da das Material fehlt. Und dass er das ausscheidet. Weil da immer noch ein bisschen was ist, weil da reicht nicht, um zu kacken, sozusagen. So ungefähr. Also es ist so wenig, aber da ja das ein sehr langer Schlauch ist, also der Dünndarm reinigt sich, der schafft es, aber der Dickdarm nicht, weil der ist ja extra dafür gemacht, dass dort in diesen Ausbuchtungen sich Bakterien über die Essensreste herfallen, weil die dann noch Und warum Vitamine muss der Darm leer sein, wenn ich faste? Ja, weil es sonst eben, wenn es zu lange dort verweilt, dann vermehren sich irgendwann halt die ungünstigen Bakterien und die sorgen dann für Fäulnis und so weiter und erzeugen dann Stoffwechselprodukte, die diese Rückvergiftung, die wir im anderen Video besprochen haben, erzeugen. Und dann fühlst du dich beschissen. Und das war der Grund, warum du dich so beschissen gefühlt hast, unter anderem. Und wenn man dann weil es nach 3 Tagen anfängt zu faulen in mir. So ungefähr. Das fängt sofort an, schon nach 24 Stunden. Ja. Und deswegen, wenn man dann einen Einlauf macht oder noch besser diese professionelle Kolonhydrotherapie. Oh, komm, jetzt nicht hier auf die Kacke hauen jetzt. Ich sag nur, da wird der Darm relativ gut ausgespült und hinterlässt keine Probleme. Ja? Okay, aber reicht das, wenn ich es muss doch reichen jetzt, wenn ich mir einen Schlauch in den Hintern stecke und das ausspüle. Das muss jetzt nicht noch irgendwas sein. Das ist normalerweise gut genug, aber das ist ja nicht das Einzige. Wenn du dann anfängst zu fasten, fängt der Körper, hat ja die Leber, gerade an den ersten 2 Tagen, also der erste Tag ist eigentlich der Beste, weil da hat der Körper noch Reserven, speziell in der Leber, die wird er benutzen, er wird ja dazu gezwungen. Steckt sie wieder in den Darm oder was?
Nee. Es ist im Körper, gibt es einfach Energiespeicher. Ja, ja, das ist klar. Ja. So, ja, wenn kein Essen kommt, werden die geleert. Aber da gibt es jetzt keine Nebenprodukte, die dann da ausgeschieden werden müssen. Da gibt es natürlich auch welche, aber das ist relativ gering. Ja. Und das Interessante ist aber, dass ja die Leber und auch die Verdauungsorgane normalerweise sehr viel Energie erfordern für die Verdauung. Mhm. Das fällt aber weg. So. Und dann bleibt für die Leber auf einmal sehr viel Raum, sich um andere Dinge zu kümmern. Und das macht die. Das ist dann das, was die Leute dann alle einfach gesprochen unter dem Begriff Entgiftung zusammenfassen. Ja? Okay. Das heißt, es wird dann, wenn du dich bewegst, was sehr gut ist, dann kommt ja die Lymphe in Bewegung und dann scheidet der Darm, also aus der Lymphe nimmt der Darm dann Dinge, der geht in beide Richtungen, nimmt der Dinge raus und schafft sie auf die Seite, wo normalerweise die Nahrung ist, ne? Schafft da irgendwelche Abfallmüll raus, ja, der lagert sich dann da an, deswegen braucht man dann auch wieder den Einlauf, um das rauszuschmeißen, weil es ist ja keine Nahrung da, die das mitnimmt. Ne? Schon wieder ein Einlauf? Ja. Ich mache am Anfang einen Einlauf, damit das Zeug rausgeht. Ja, und jeden Tag sollte man das machen. Was, jeden Tag einen Einlauf? Ja, weil der Darm ausscheidet. Das hört nie auf. Der packt das sozusagen in die Darmschleimhaut. Du sollst mir das Fasten ein bisschen wässrig machen. Ich möchte das gerne, aber jeden Tag Einlauf. Das, du wirst dafür dankbar sein, wenn du es eine Woche gemacht hast. Das Ergebnis davon wird dich für alles entschädigen. Gut, also jetzt machen wir doch mal die Sache systematisch. Okay, jetzt sind wir während des Fastens. Ja, du machst deine Einläufe. Okay. Kannst mehr oder weniger essen. Ja, das Beste wäre natürlich Wasserfasten. Das mache ich, ja. Also wenn, dann Wasserfasten, da gibt es ja okay, gut. Es wäre natürlich einfacher, noch so 200, 300 Kalorien zuzuführen. Aber egal. Wenn, dann will ich wirklich. Okay. Also ich war ja dabei, am ersten Tag hat die Leber auf einmal sehr viel Kapazität, weil sie nicht verdauen muss. Schmeißt sie also alles Mögliche raus. Gut, also säubert den Körper, so gut sie kann. So, jetzt am zweiten Tag sieht es dann schon schlechter aus, weil dann sind die Energiereserven aufgebraucht und dann muss sie halt aus dem, was im Körper da ist, die Energie schöpfen. Ja. Ne? So, und jetzt möchte ich es nicht zu kompliziert machen. Im Prinzip ist es so, dass während des Fastens alles, was im Zwischengewebe ist, noch an Abfallstoffen, und da liegt viel, weil wir uns alle irgendwann mal schlecht ernährt haben. Sind das das, was die Leute Schlacken nennen? Ja, genau. Okay. Genau. Das ist zwar nicht anerkannt, aber es lässt sich beweisen, dass es das gibt und es ist gar nicht so schwer. Und das verarbeitet die Leber logischerweise zuallererst. Das heißt, die Abfallstoffe, das ist eine Müllverbrennung sozusagen. Mhm. Das Fasten ist eine Müllverbrennung. Mhm. Und deswegen verliert der Körper, wenn man regelmäßig fastet, lauter diese Altlasten. Ja? Voraussetzung ist natürlich, dass man gar nicht erst wieder sich so ernährt, dass neue Altlasten entstehen. Also und wie ist das mit dem Schwermetall? Ist das auch eine Altlast, die während des Fastens eine Rolle spielt? Oder ist das Zyps im Gewebe oder sowas? Genau. Also es ist so, dass die Schwermetalle nur sehr langsam durch Fasten den Körper verlassen, aber sie tun es. Aber muss ich 3 Jahre fasten, damit sie rausgehen oder was? Nee, aber systematisch halt, ne? Immer wieder mal fasten. Ah, okay, also es ist nicht, also es ist dann so, dass die immer weiter dann rauskommen irgendwie aus dem Gewebe und dann aber nicht wieder zurückgehen, weil wenn du sagst, ihnen wieder mal fasten, wenn ich denke, in der Woche fasten, sind nicht rausgekommen, gehen sie wieder zurück, wo sie waren, dann. Da sind wir jetzt beim nächsten Schritt, das ist nämlich das Fastenbrechen, das ist ganz arg wichtig. Ja. Es ist ja so, dass. Der Körper hat rausgeworfen. Ja? So, und da du ja im Fastenmodus bist, kommt es nicht zur Rückabsorption. Der ganze Dreck, der ganze Müll von einer Woche liegt zum großen Teil im Darm. Ich denke, ich tue jeden Tag mehr einen Schlauch in den Hintern stecken. Ja, aber du kannst nicht alles ausräumen. Also wenn ich deine Chlorodyl-Hoxidol-Therapie mache. Nein, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ach so, da kann ich eigentlich auch das dann den Einlauf lassen, wenn es ja sowieso nicht alles 100% doch, doch, doch. Das verbessert was. Hydrocolon macht es noch besser. Aber es ist so, dass immer eine gewisse Menge an Schleim zurückbleibt. Und im Schleim sind dann halt diese ganzen Ballast, also diese ganzen Abfallstoffe drin. Und deswegen hat Arnold Ehrert auch gesagt, Leute, wenn ihr Fasten brecht, nicht langsam anfangen mit Essen, sondern dafür sorgen, dass es zu einer Darmentleerung kommt. Ja, sozusagen zu einem Durchfallen. Deswegen hat er gesagt, das Beste ist, zum Fastenbrechen frische Früchte, sehr süße Früchte zu nehmen, weil die dann mehr oder weniger zum Durchfall führen. Ja? Bei mir eigentlich nicht so wirklich. Oder halt ein Sauerkraut vielleicht. Ja, je nachdem. Es ist egal. Also dann, wenn. Also hat er Durchfall. Und kann ich da nicht einfach irgendwelches Bittersalz nehmen oder sowas? Kannst du auch. Ja, dann machen wir das. Kannst du auch. Aber ich würde aber erst. Ja, die Sache ist halt die beim Bittersalz, dass du
dadurch, dass ja der Darm dann sehr viel Flüssigkeit produziert, das ist zwar okay, aber du verlierst halt relativ viele Mineralien. Ne? Die musst du dann anschließend auf jeden Fall auffüllen. Es geht, aber der Eret hat es zum Beispiel nicht empfohlen. Der hat kein Rizinusöl empfohlen, der hat kein Glaubersalz empfohlen, er hat auch kein Bittersalz empfohlen. Und der Arnold Eret, von dem du redest, der hat es drauf und, oder warum? Ja, das ist in meinen Augen der Fastenguru schlechthin. Der hat vor 110 Jahren hat er seine Erkenntnisse veröffentlicht. Vor 110 Jahren? Vor 110 Jahren und ich habe noch nichts gefunden, noch niemand gefunden, der es besser dargestellt hat als er oder der auch über mehr Erfahrungen oder wichtigere Erfahrungen. Ja, zumindest klingt das alles, was du sagst, sehr anschaulich und sehr, sehr, das logisch von so einem Menschenverstand ist. Was allerdings nicht immer ein Qualitätskriterium ist, weil wir Menschen ja meiner Meinung nach auch nicht so viel verstehen. Aber zumindest ist das eine gute Leitlinie, warum man weiß, warum man was tut. Erstmal, wie lange faste ich? Ich habe mir eine Woche vorgenommen, ist das eine gute Zahl oder ist das zu wenig? Oder? Ja, es gibt Menschen, für die das schon zu viel ist. Zu viel? Ja. Also ich hatte 5 Tage gefastet und ich habe gedacht, das waren 3 Tage zu viel. Also ich glaube, irgendwie 2 Tage war für mich so, na, irgendwie cool und danach war es irgendwie... Ja, du kannst dich ja rantasten. Es sagt ja keiner, dass dein allererstes Fasten in einem Fasten bestehen soll, das eine Woche dauert. Ja. Man kann ja mit einer Woche, einem Tag anfangen. Ja. Ja, dann wartest du eine Woche, machst nochmal einen Tag. Wenn du regelmäßig, sagen wir mal, einmal im Monat einen Tag fastest, dann hast du übers Jahr auch 12 Tage gefastet. Das ist schon einiges. Mhm. Da erreichst du einiges. Und je öfter du gefastet hast, desto länger kannst du fasten, ohne dieses... Was mich aber dabei interessiert ist, du hast Schadstoffe im Körper. Ja. Die gehen ja nicht einfach nach einem Tag raus, sondern die brauchen ja bestimmt ein paar Tage, um sozusagen rauszugehen. Richtig. So, und wenn ich sozusagen, das war auch meine Frage vorhin, wenn ich einen Tag faste, dann geht das zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so eine... Das ist jetzt das, wo die Scheiße rauskommt, hier ist die Scheiße drin, hier unten ist raus. Dann läuft das, geht das so ein bisschen runter. Wenn ich dann wieder aufhöre, geht das dann wieder zurück oder bleibt das dann für ewig dort? Ja, darum geht es ja beim Fastenbrechen. Der Darm schafft alles in das Darm. Ja, aber nee, das ist noch im Körper, es ist nicht im Darm, es ist immer noch in der Haut oder in dem Zwischengewebe. Ja, ja. Das heißt, es ist im Zwischengewebe einfach nur ein Stück weiter rausgekommen, ist aber noch nicht im Darm. Ja, das wartet dann halt, bis es rauskommt. Ja, und die Frage ist, schlüpft das wieder zurück oder... Das schlüpft nicht zurück, das hängt davon ab, was du isst. Wenn du anfängst, wenn du dann weitermachst, das ist auch günstig nach dem Fasten, dass du dann weitermachst mit einer hochwertigen Ernährung. Der Arnold Eret hat es als Schleimfeilkost bezeichnet. Dann ernährst du dich zwar, aber du erzeugst keine weiteren... Und dann bleibt das dort, wo es ist. Nee. Wenn du dich dann so ernährst, dass du keinen weiteren Müll erzeugst, dann bleibt für die Leber genug Kraft übrig, dass sie und diesen Prozess weitermacht. Genau. Und wenn ich mich einfach von Anfang an jetzt schleimfrei ernähre und cool, dann brauche ich aber nicht fasten. Doch, weil Fasten tiefer geht, also das bringt schon sehr viel, sehr, sehr viel sogar. Aber du wirst irgendwann an eine Grenze kommen und die kannst du nur überschreiten, wenn du dann doch mal fastest. Und das Fasten ist. Das war jetzt sehr allgemein ausgedrückt. Also, es ist, wenn du sagst, dass diese schleimfreie Kost, diese Scheiße aus dieser Schicht von hier nach hier runter rauskriegt, dann brauche ich natürlich Fasten. Und du sagst ja doch, weil es dann insgesamt doch irgendwie besser ist. Aber warum konkret? Also, dann formulier es so: Fasten bedeutet eine Beschleunigung. Ja, du kannst. Eine Woche Fastens. Das habe ich verstanden. Aber ich habe Zeit. Ich muss jetzt nicht alles so raus. Es kann auch ein paar Jährchen dauern, bis die Scheiße rausgeht. Ja. Und von daher, wenn ich so eine Einstellung habe, bräuchte ich ja dann doch nicht fasten, weil es geht ja mit einer schleimfreien Ernährung dann über Jahre hinweg auch raus. Ist das korrekt? Ja. Gut, also Fasten beschleunigt die Sache nur. Und also wenn ich jetzt keine Probleme habe, wie ich jetzt, dass ich unter meinem Mund, dass ich keine Probleme habe, dann könnte ich auch mit einer schleimfreien Ernährung, was heißt denn eigentlich schleimfreie Ernährung? Ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, rohköstlich ist gleichzeitig schleimfrei oder? Nein, schleimfrei ist roh. Roh? Muss nicht roh sein. Es ist erstens vegan. Ja. Es ist Obst, Gemüse, Nüsse. Und Kräuter und Pilze. Was ist denn vegan und schleimvoll? Na, zum Beispiel, wenn du... Hafersahne. Oder ist das... Ja, wenn du zum Beispiel Körner nicht roh isst. Ja. Und eventuell muss man sie auch fermentieren. Aha. Wenn du also Brot isst, das erzeugt Schleim, je nachdem. Oder es gibt auch... Es muss stärkefreies Gemüse sein, also Kartoffeln und... Kürbis zum Beispiel und Süßkartoffel
und andere, die relativ viel Stärke enthalten, die wirken auch mehr oder weniger schleimbildend. Okay, da wird die ganze Sache auch schön... Aber das kriegt man in den Griff, wenn man zum Beispiel backt. Kartoffeln backen, Süßkartoffeln backen, das erzeugt fast kein Schleim. Okay. Also naja, aber mit dem Fasten, also ich will es auf jeden Fall nochmal ausprobieren, das ist klar. Ja. Wenn es beschleunigt, ist cool. Und also wichtig war im Endeffekt ganz am Anfang 3 Tage Rohkost, dann ja, wenn's quasi... Geht. Ja. Du kannst es ja. Ich kann es auf jeden Fall. Ja. Cool. 3 Tage Rohkost, ja. Dann jeden Tag in Arsch spülen. Ja. Und das dann also im Endeffekt ausreichend trinken, vermute ich mal wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber das war nicht das Problem. Ich habe am Tag 9 Liter getrunken, wo ich gefastet habe. Immer. Also das war schon heftig, ja. Und aber das war immer, das brauchte ich. Ich musste immer wieder trinken. Das war so, da hatte ich was, wo ich immer, ja, das orale Gefühl wahrscheinlich, dass ich dann irgendwie. Und wenn du dann Fasten brichst, mit einem Durchfall brechen, das heißt, irgendwas essen, was Durchfall bringt. Ja, oder was halt so ballaststoffreich ist, dass es eine schnelle Darmpassage gibt. Also der Erret spricht zum Beispiel davon, von gedünstetem Spinat. Das habe ich auch ausprobiert, das geht relativ gut. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Kann man auch Grünkohl, ist das auch cool? Ich nehme es an. Ja, okay. Auf jeden Fall roh, wegen der Fasern, der Ballaststoffe. Und eine andere Möglichkeit besteht darin, dass du zum Beispiel dir einen Ballaststoffshake machst. Ich kann mir einfach Smoothie machen. Ja. Zum Fastenbrechen. Das ist alles roh, ist alles Gemüse, ist alles Frucht. Ich lasse die Pulver weg. Wenn das ein Durchfall erzeugt, wäre es gut. Ja, weiß ich nicht. Halt. Du kannst ja experimentieren. Und bevor du fastest, halt ausprobieren mit einem Smoothie oder mit einem Saft oder so. Doch, von Feta-Käse kriege ich Durchfall. Aber das ist ja wahrscheinlich kontraproduktiv. Feta-Käse. Aber nicht vegan. Aber da kriegst du sofort Durchfall. Ja, dann nimmst du den halt. Echt? Ah ja, drauf geschissen, ja. Hauptsache, du bist 100% vegan. Hauptsache, es gibt eine schnelle Darmpassage. Aber ich möchte noch auf eine ganz wichtige Methode noch zu sprechen kommen. Das sind die Flohsamenschalen. Zum Beispiel. Die habe ich da, ja. Das sind Ballaststoffe. Ja. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe während eines Fastens, habe ich mir 3-mal am Tag so einen Shake gemacht, ja. Ne, wo dann Flohsamenschalen drin waren. Das hat dann so... Die also Flohsamenschalen fasten? Ja. Also 300 ml Flüssigkeit, einen Esslöffel Flohsamenschalen drauf. Und dann schnell trinken, bevor es klebrig wird. Schütteln, genau, und 10-mal schütteln und dann sofort trinken, damit man es noch besser trinken kann, weil das wird ja sofort dick. Ja. Und das hat mir regelmäßigen Stuhlgang gemacht während des Fastens, sodass ich mir also die Einläufe habe sparen können. Das sagst du mir jetzt? Ja, das Video ist ja noch nicht fertig. Und du kannst dieselbe Methode auch zum Fastenbrechen benutzen, logischerweise. Ich habe zum Beispiel... Okay. Und was bei abgemacht. Ich mache keinen Alpenflohsamenschalen. Was bei mir gut ging, war, ich habe mittags eine große Portion getrocknete Feigen gegessen. Ich will nicht, und das nennt fast ich. Wie auch immer, ich will es nur sagen, vom Prinzip her, die haben auch sehr viele Ballaststoffe. Mhm. Und ich habe dann 5 Stunden später meinen ersten Stuhlgang gehabt. Zum Fastenbrechen. 5 Stunden, das ist aber nicht viel. Das ist schnell. Das ist schnell, ja. Schnell genug. Ja, und damit geht dann der ganze Schlons, der sich angesammelt hat während des Fastens, der fliegt dann mit raus. Okay, das ist ganz arg wichtig. Okay, also 3 Tage Rohkost. Danach nicht etwa Einläufe, sondern jeden Tag 3 Mahlzeiten ist dann meine Mahlzeit einfach Flohsamenschalen mit Wasser. Korrekt. Und ich mache den Unterschied. Oder 4 oder 5. Hauptsache, dass du dann Stuhlgang hast. Am besten 2 am Tag. Das wäre super. Okay, Flohsamenschalen gemahlen oder Flohsamenschalen ungemahlen? Das ist egal. Ich habe nur es gemahlen. Es ist so, wenn sie zu fein gemahlen sind, dann verdickt sich der Shake schneller. Und deswegen habe ich ein Video gemacht auf meinem Kanal, wo ich zeige ein Video von Feingemahlenen und von einer Grobheit, die ich für günstig halte, weil es dann nicht so schnell... Okay, dann nehme ich Flohsamenschalen ungemahlen. Ja, oder nur ganz leicht. Ne, ungemahlen ist also am besten, ich mag keiner. Auch gut. Und dann mache ich das jeden Tag und Fastenbrechen, dann einfach auch mit Flohsamenschalen. Da brauche ich ja nicht mehr Fastenbrechen. Genau. Korrekt. Wunderbar, dann ich bin schon wieder so, dass ich sage, okay, die nächsten Wochen irgendwann werde ich dann mal starten und es genauso durchführen. Und wenn es dann aber wieder nicht wird und ich mich trotzdem das korrekt gemacht habe und nicht wohlfühle, dann kommst du nicht an und sagst, nee, du hast aber das und das vergessen. Du hast mir jetzt alles Wissenswerte gesagt. Stopp, noch nicht ganz. Okay. Auch nach dem Fastenbrechen, also die Zeit nach dem Fasten, es ist günstig, wenn du dann auch wieder sehr hochwertig isst, auf jeden Fall schleimfrei, ne? Damit
die Darmflora wieder in Gang kommt. Mhm. Ne? Und das macht sie am besten, wenn man halt wieder sie füttert. Und das geht sehr gut halt mit Ballaststoffen. Also wieder 3 Tage Rohkost quasi mindestens. Wäre gut, weil da sind viele Ballaststoffe drin. Und die sind ja praktisch das Haus für die Bakterien. Ne? Und dann können die sich dann wieder ansiedeln. Okay, aber wenn ich dann kenne, also 3 Tage Rohkost, 7 Tage Fasten, 3 Tage Rohkost. Das mache ich. Und dann sagst du, fühle ich mich besser. Oder habe ich dann irgendwie ein Gespür dafür oder ist dann einfach mein Körper entgiftet und und ich kriege davon nichts mit? Also das ist so. Jeder Mensch ist ja anders. Also gibt es auch noch eine Ausrede danach? Nein. Stopp. Das hat schon seine Gründe. Das kommt drauf an. Also junge Menschen, ja, die nicht viele Altlasten im Körper haben. Bin ich jung oder nicht jung? Du bist nicht mehr jung. Dann reden wir nicht über junge Menschen, es geht um mich. Okay. Dann kann es sein, dass du diesen großen Vorteil erst spürst nach dem 3. oder 4. oder 5. Mal Fasten. Aber jetzt langsam wird es dann... Ja, aber normalerweise, das ist ja der Clou. Wenn du gefastet hast und du fängst dann an, das einzuhalten mit der Rohkost. Ja. Ne? Ja, ich war nicht 100% Rohkost, das ist klar. Es ist immer leichter nach dem Fasten eine andere Ernährungsweise anzufangen, weil der Darm total sauber ist und weil sich dann die Darmflora viel besser darauf einstellt, als wenn man das sonst probiert. Also eine Ernährungsumstellung nach dem Fasten ist immer am besten zu machen. Da kannst du immer eine Stufe besser werden sozusagen. Und du wirst merken, dass der Körper danach weniger Kalorien braucht, normalerweise als vorher. Was ja nicht unbedingt positiv ist, weil ich dann weniger essen muss, um mein Gewicht zu halten. Ich würde ja gerne immer weiter abnehmen. Das machst du automatisch, weil du einfach nach Appetit isst. Und der Appetit geht halt. Also beim letzten Fasten war es schon so, dass ich danach das, was ich zugenommen habe, also habe ich wieder einen Tick mehr zugenommen, als ich abgenommen habe, weil ich dann zu viel gegessen habe, logischerweise. Ja, aber das muss ja nicht immer so sein. Nee, das muss sich ändern. Ich werde es jetzt auch auf jeden Fall professionell machen, weil das vorige Mal war halt nicht so prickelnd, sage ich mal. Mhm. Und deswegen wollte ich jetzt auch mit dir reden und freue mich total, dass ich jetzt ein einfaches Konzept vor Augen habe, was auch ohne Einläufe auskommt. Und möchte ich mich abermals bei dir bedanken. Das war auf jeden Fall sehr lehrreich. Ich werde es machen. Ich werde es euch natürlich auf dem Video zeigen, wie ich gefastet habe und wie es wird. Und ja, danach werde ich sicherlich auf dich nochmal zukommen und entweder dir den Arsch versohlen oder Danke sagen. Alles klar. Ich danke dir, Joachim. Gern geschehen. Gut. Tschüssi. Tschüss.